Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Starfield. So, wir haben einmal hier erwirbt die Kraft auf die Ionesus. Ich habe hier noch die Sache mit dem Xenon. Könnte ich eigentlich mit dem Leveln verbinden, weil das ist ein relativ kleines System. Und es ist ein relativ hochstufiges mit 70. Anders, also könnte ich das mit Level Grinden verbinden, indem ich das System hier abschließe und dann ich muss ja auch noch. Hier ist ja auch noch ein Planetenmerkmal, das sollte ich auch noch machen. Und der Friedhof zählt nicht dazu. Ich denke, dass ich dann zur Höhle gehe und von der Höhle aus dort dann in die Richtung weiter. Argon und Neon. Da habe ich schon mal Argon. Vielleicht finde ich in der Höhle Neon. Ist jetzt natürlich schon ein bisschen, ich nenne es jetzt mal blöd, dass ich hier im Grunde schon wieder jetzt nichts irgendwie Interessantes storytechnisch nenne ich es jetzt mal mache, sondern einfach nur weitere Planeten hier erforsche. Okay. Das war's. Mehr ist hier nicht zu dem Thema, nenne ich's mal. Ich bin unterwältigt. Da gibt es einfach nur einen Tipp, wo Ressourcen möglicherweise sind, Ray. Da bin ich wirklich immer absolut unterwältigt von. Ich
ist hier nicht mal Neon. Das gibt ja auch keine Erfahrungspunkte oder sonstiges. Das ist einfach nur ein... Einfach nur ein Hinweis, da kannst du diese Ressource finden. Das heißt, mir fehlt immer noch Neon und da hinten hin. Way. Merkt man, wie happy ich darüber bin? Offenbar ja. Da bin ich wirklich absolut begeistert. Das ist, glaube ich, das ist nur so eine Eisformation, ey. Ja, das ist definitiv nur so eine Eisformation. Das finde ich ja mal richtig, richtig prickelnd jetzt. Das Shit hat mir rein gar nichts gebracht. Uff, ey. Komm. Lass mich den jetzt bekommen, damit ich wenigstens die 20 Erfahrungspunkte habe. Ich lande hier noch einfach anders. Vielleicht habe ich da dann mehr Glück. Das sieht doch schon mal wesentlich besser aus. Ändert immer noch nichts daran, dass ich auch irgendwo Neon finde. Das ist doch schon mal direkt wesentlich, wesentlich besser. Da habe ich nämlich Neon. Lass mich da endlich ankommen. Aber ich finde es lustig, dass ich mehr oder weniger genau hier im Kreis halten kann. Okay, egal, jetzt. Sehr gut. 320 Erfahrungspunkte. Und wir haben den fertig. Gut, dann fehlen... Da fehlen zwei Merkmale. Hier fehlen nur drei Ressourcen. Dann würde ich den hier als nächstes machen.
Und danach den mit den zwei Merkmalen. Doch mal direkt gut aus. Argon und Wasser. Fällt mir nur noch Neon. Naja, vielleicht ist die Bezeichnung fehlt mir nur noch Neon auch nicht so ganz optimal. Wer weiß, wie lange ich dafür jetzt dann wieder suchen muss hier. Nur um dieses verdammte Neon dann zu finden. Zum Henker ist hier wieder Neon. Das sind so echt Momente, wo das Spiel anstrengend wird, also langweilig ist halt dann. Ah, da hinten ist Neon, sehr schön. Ah, sehr gut. Da ist das Analyseschiff wieder. So, eisige Hügel runter. Landung initiiert. Schön langsam.
Nee, nicht so optimal. Damit bin ich nicht so glücklich wie das hier. Ah, da hinten. Das sieht doch viel besser aus dort. Also ich brauche ja zwei verschiedene Dinger hier. Okay, da habe ich schon mal das Wasser. Aber ich brauche trotzdem noch zwei Merkmale. Eins ist ja hier, die Frage ist, wo ist das andere? Weil das natürliche Ding da hinten, das habe ich schon von der Entfernung gesehen, das ist wieder nur so ein Eis. Das bringt mich also, bringt mir also rein gar nichts. Mehr hier noch nichts mehr weiteres, dann würde ich nämlich einfach mal auf einen anderen Teil des Planeten landen, Mondes. Mhm. Kurz, ich möchte kurz mal, ist du, nein, du bist nicht gescannt. Überall nur eisige Hügel, aber sehr schön. Sind zwar trotzdem 800 Meter, aber hey, immerhin. Dann habe ich dann das hier fertig. Und jetzt bringen mir auch wieder ganz nette Erfahrungspunkte ein. Sehr gut. Damit habe ich den hier auch durch. So. Dann mache ich erstmal dich hier jetzt.
dann kommt der mit den 6 Ressourcen und dann kommt der, wo noch... Ah. Oh, 72. Das finde ich aber... Okay, rein aus Interesse. Wie sieht es gerade hier eigentlich mit den... Da habe ich 2 von 5. Mhm. 31 von 50 Boosts. Aber 72 ist schon mal ganz gut für... von 50. Warte mal kurz, was macht eigentlich das nochmal? Ah ja, die Zeit zum Anvisieren ist um 15% reduziert. Ist natürlich sehr gut. Erfasste Schiffe fallen 25% langsamer auf dich. Ist natürlich auch sehr, sehr gut. Wie, 30% Reduzierungschance und die Chance auf kritische Treffer ist sowieso nochmal sehr, sehr, also ist auch sehr gut, dass ich da noch 10% kritische Trefferchance habe. Das ist echt nicht so unwichtig, wenn ich da im Simulator dann kämpfe, damit ich halt möglichst schnell die Gegner halt wegbekomme. Also zumindest sollte ich möglichst... Das Wichtige ist halt, dass ich möglichst schnell den ersten Gegner wegbekomme, dann mich irgendwie aus der Gefahr bringen kann, um halt Schild zu regenerieren und das dann halt so weiter. Daher ist auch der... Boost jetzt nicht so unwichtig. 38 von 12 Boosts. 39. Naja, glaube ich ehrlich gesagt gerade nicht so, dass es vorbei ist. So, 40. Dafür ist mein Schild glücklicherweise stark genug. Von 50. Mhm. Ja, irgendwie war ich das mal stark zu bezweifeln. Für 45. Mhm. Das ist jetzt, das wird natürlich jetzt auch langsam interessant mit dem Zielerfassung, durch die, dadurch, dass ich jetzt auch in Zielerfassung gehe.
50% mehr Schaden an einzelnen Systemen. Wird damit dann schon interessanter. Und zwar um einiges interessanter. Einmal boosten fehlt mir noch, oder? Ja. Einmal boosten fehlt mir noch. Sehr schön. Ein letztes Mal boosten und dann... jetzt gezählt? Nein, hat nicht. Ach, verdammt. Weil der zu früh aus dem Zielerfassungsmodus rausgegangen ist. Schade. Hat aber trotzdem Erfahrungspunkte gebracht. Dann muss ich halt einfach das Ding über die über zum Beispiel Vanguard-Missionen noch machen. Aber ich habe den schon mal. Wer, und der ist halt auch für mich sehr, sehr wichtig. Während des Boosten verlieren Gegner den Spieler aus ihrer Zielerfassung, können ihn erst wieder erfassen, wenn der Boostergang beendet wurde. Ist sehr, sehr wichtig für mich. Hm. Ich hatte irgendwie gedacht, da wäre irgendwas noch, aber... Ah ne, das war wahrscheinlich auf dem letzten Planet mit dem Bionik-Labor. Egal. Zu wenig Sauerstoff zum Atmen. Also ist ein Helm nötig. Da ist schon mal Helium. Sehr schön. Aluminium und Beryllium. Hier hinten sehe ich schon Sachen. Sehr schön, damit habe ich den direkt durch. So. Also die Welt sieht nochmal sehr nett aus. Wenn das schon steht, entfernt. Okay. Hi. Finde ich aber nicht schlecht, dass da noch einer ist, den... Achso, das sind zwei. Zwei Stück sogar, das ist doch auch sehr gut. Vor allem bringen die sehr, sehr gut Erfahrungspunkte. Ey, komm, hallo. Sehr schön. Das ist doch sehr gut. Ich brauche halt... Also im Grunde bräuchte ich jetzt schon
mindestens 3 Skillpunkte. Einmal den, den und den. Also 3 Level bräuchte ich jetzt gerade. Ui. Gehe ich mal hier erstmal runter. Vielleicht hätte ich mir den Xenotee reinschmeißen sollen, wo ich die gesehen habe. Der hätte mir dann noch ganz guten Bonus an Erfahrungspunkten gegeben. Bei 620. Wenn du etwas findest, sag bitte Bescheid. Bescheid. So, ich brauche noch Uran und Jutberium. Okay. Ich glaube, Jutberium habe ich hier direkt schon. Und wenn ich Glück habe, ist Uran direkt daneben. Jo, sehr schön. Das werde ich mal richtig, richtig gut. So, fliegen wir jetzt also nach Celebrei 2. Mal sehen, schaffen wir den noch in dieser Folge oder nicht. Ich fange mal erstmal eisige Ebenen an. Ich glaube, ich dürfte noch ein paar von den Xenon-Tees haben. Ja, 8 Stück, okay. So, jo, der bringt gut Erfahrungspunkte. Sorry. Uff, ey, alter Schwede, das bringt
Uff, ey. Dafür fehlt mir meistens die Geduld. Okay, hi. Hier ist gerade ganz schön gut was zum Scannen dabei. Hi. Uff, ey. Uff, ey, hier gibt's echt gut was zum... Nein, da will ich nicht hinreisen. Uff, ey, wie viele kleine Kreaturen es hier auch gibt, ey. Okay, Klausulane fehlt mir hier noch. So, hier ist noch ein Blattrücken. Mhm. Von 9, 1 von 6. Okay. Einmal reinhalten, damit ich hier... Hi. Okay, für 7. Okay, davon baue ich auch noch ein paar offenbar. Savanne und eisige Ebenen taucht der auf. Ah, da hinten ist nichts. Bitte lass da ein paar Dorns dabei sein. Sehr schön.
Erstens, wie viel? Ja, das ist gar nicht so viel, wie ich oft hatte bisher. Aber nun ja. Ich habe die letzte Ressource gefunden. Sehr gut. Fällt mir hier. Okay, die habe ich, die Fliegeviecher. Also lebt er noch. Meine Schrotflinte ist stärker als du. Nicht einfach abhauen. Aber interessant, dass alle Kreaturen, die es auf dem Planeten gibt, offenbar hier schon in dem Biom auftauchen. Ich weiß nur nicht, ob ich hier schon alle Kreaturen gescannt hatte oder... Ich könnte mir vorstellen, dass es noch irgendwas von den kleinen Tier ist. Wie sieht es eigentlich gerade aus? Ja, knapp über ein Drittel zum Level, zum nächsten Level. Thank you.
2 Minuten habe ich noch. Okay. Ich bin gerade echt am Überlegen, ob ich nicht mal in ein anderes Biom gehe. Die finden mich zum Kotzen. Komm einmal zum Schiffslandepunkt dorthin. Okay. Damit habe ich jetzt über die Hälfte zum nächsten Level ab, denke ich. Das war doch mal sehr schön. Also gut und bei. Gut und. Also ich sollte schon so gut und gerne jetzt die Hälfte zum nächsten Level abhaben. Aber irgendwie habe ich hier gerade nicht so Glück mit den. Mit der letzten Kreatur. Also, Überlebender würde ich das nicht bezeichnen, wenn er tot ist, aber na gut. Also ich würde mal sagen, Savanne 67, Berge 60. Ich
gehe mal einmal in die Savanne. Oh, hi. Sorry für euch, aber... sehr schön. Das hat meinen Erfahrungspunkt zum Opfer, wollte ich gerade sagen. Das hat doch schon mal ganz gut was an EP jetzt gebracht. Habe ich noch. Ich sollte mal wieder ein Xenon-Tee reinschieben. Suchst du auf gut Glück? Im Grunde beides. Also irgendwie bin ich mir ziemlich sicher, dass mir hier noch irgendwie irgend so ein Krabbelviech fehlt. Okay, da hinten ist auch noch was. Savanne und eisige Ebenen, das heißt, ich muss das jetzt hier drin finden, weil ansonsten... Oh, da hinten... Gut, dass ich nochmal hier in die Richtung gelaufen bin, weil hier dürfte ich das jetzt haben. Dann gehen wir mal hier hin zu... Achso, Crimson Fleet Riften. Crimson Fleet brauche ich jetzt nicht umbringen. Jo.
sehr schön. Damit habe ich also mindestens eine Pflanze existiert hier noch auf dem Planeten. In diesem Biom. Das hier ist ein absolutes Massaker gerade hier. Und genau dafür habe ich mir halt hier die ganzen Erfahrungspunkte, die ganze Munition zusammengekauft. Genau für solche Situationen. Okay, ja, der wird jetzt unnötig. Man muss halt bedenken, das hat mich jetzt fast zum nächsten Level geschafft, gebracht, das Ganze. Etwas unter die Lupe nehmen? Ja, okay, die Dinger kommen auch in den Bergen vor. Mhm. Hier auch hinkomme, ist es Tod und Verderben. Also durch mich dann Tod und Verderben. Ich habe tatsächlich noch ein Level abgeschafft jetzt hier. Uff, ey. Komm.
Vielleicht sollte ich mal wieder schauen wegen Pflanzenforschung. Okay, aber ich würde sagen, dass ich an dem Punkt jetzt dann erstmal die Folge beende. Ich würde sagen, wir haben schon gut was geschafft. 2 Level-Ups. Nächste Folge würde ich dann damit weitermachen mit der... mit dem Massenmord hier an den Kreaturen. Und damit dann das Celebrei-System abschließen. Vielleicht schaffe ich sogar noch ein 3. Level-Up. Das wäre ja sehr gut für mich. Gehe schon mal einmal hier in den Booster-Skill. Ballistische Waffensysteme wäre natürlich auch sehr, sehr gut. 50% mehr Schaden an einzelnen Systemen ist in dem Fall jetzt nicht zu unterschätzen, aber ich glaube auch, dass ich hier... dass das hier auch nicht so unwichtig ist. Also ich sollte mindestens 2 Skillpunkte noch in Bereitschaft haben. Einmal den und den hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.